Ja, wir sind hier bei 10 Jahre Entscheiderfabrik. Das ist so eine Art Versuchslabor für IT-Lösungen für Krankenhäuser oder für Medizin im Ganzen. Und bei Medizin ist immer die Schwierigkeit, dass man erstmal lange probieren muss, ob es wirklich funktioniert. Und das wäre besser, das jetzt erstmal so quasi in einem anderen Raum, in einem innovativen Raum zu machen. Und das geschieht hier und das hat Hand und Fuß natürlich. Und da bleibt nur zum Geburtstag zu gratulieren. Also 10 Jahre Entscheiderfabrik, weiter so. Danke. Ja, also über Sprache mache ich heute nicht. Also ich hab ein ganzes Buch geschrieben, dass hier im Raum, schätze ich, hat keiner an IQ und glaube ich an 10, oder? Das würde ich melden. Das Problem ist, also das sind hochintelligente Menschen, die haben doch dann Meetings, ja, so. Und gehen alle mit 110 in das Meeting und die Beschlüsse, die gefasst werden, sind so auf Level 80. Kennt ihr das? Also in der Politik sehen sie es ja jeden Tag, aber sie machen das auch. So, ich lasse das mal. Ja? Also, wir haben gerade ein bisschen gelacht. Ich habe noch eins. Das ist aus Bravo. Online gehen lohnt sich das. Man muss nur da oben in die Ecke gucken. Von Februar 98. Die sagen dann, guckst du dir dann nichts als Englisch? Kannst du überhaupt nichts verstehen oder da findest du auch gar nichts und so. Zum Schluss sagt Jessica, also Bravo fragt, ist Internet Surfen etwa out? Und dann sagt Jessica, ist Trend schon. Okay? Das Problem ist jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit, also meine Vorredner machen da immer mit, ja, also sie lachen sich immer kaputt über diese Beispiele da mit den Pferden und so. Die Beispiele haben eins gemeinsam, wenn sie das irgendwie verstehen könnten. Also wirklich, also das müssen sie, sonst fehlen ihre Arsch werden. Sie lachen deshalb, weil die Leute nicht verstanden haben, dass es so schnell geht. Das waren alle Beispiele, die ich jetzt gesagt habe. Also Computer wird nicht mehr geführt, Pferde braucht man auch und Chauffeure haben wir nicht so viele. Das ist alles jetzt gerade gesagt worden. Wir lachen immer, das ist nicht. Wir haben nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, was demnächst kommt, dann sagen die, nein! Das ist nicht sicher. Jedes Mal, also jetzt gerade mit den Patienten, wenn Sie sich hinten reinstellen wollen, das ist nicht sicher. Ja, das machen überhaupt alle, wenn Big Data kommt. Nein, das ist nicht sicher. Ja? Und was machen die stattdessen? Die lassen sich Nächte von so BWL an. Also so Bettenbelegungen oder so, die letzten Umwelt da rausholen. Und dann jammern sie die ganze Zeit, dass irgendwie ihnen das nicht passt. Aber verstehen Sie, da schlittern sie noch ganz wahnsinnig viel mehr rein, wenn sie nicht irgendwie jetzt mal eine echte Innovation machen. Wenn ich jetzt aber echte Innovation sage, sagen sie, nein, das ist nicht. Ja, so. Und dann immer, das ist nicht sicher. Was soll das? Also, Sie sind ja so nah, also ich weiß nicht, Ärzte sind zwar nah dran, aber das ist wahrscheinlich eine feindliche Fraktion, also Psychologie. Sie können einfach mal aus dem DSM-5 oder wenn Sie das alte 4 einfach die Diagnosekriterien für Zwanghaftigkeit angucken. Beschäftigen Sie sich mit Listen und Zahlen in einem Ausmaß, das Ihnen oft das Ziel aus den Augen verloren geht. Sagen Sie immer Sie, sind Sie korrekt gekleidet, schmeißen Sie nie etwas weg und so weiter. Das sind die ersten Fragen der Diagnosekriterien für Zwanghaftigkeit. Wenn Sie bei 20 solchen Fragen 12-mal Ja sagen, kriegen Sie einen weißen Kittel, also einen Eimer. Und bleiben da. Und dann würde ich mal fragen, also wenn die Leute immer mit den, das ist sicher und Datensicherheit oder so, also gucken Sie sich das nur mal mit den Diagnosekriterien an. Also gucken Sie sich einfach so, irgendwie, wenn Sie gut lesen können, also einfach Riemann, Grundform der Angst, da steht drin, der Zwanghafte ist sparsam, gewissenhaft, genau, pflichtbewusst. Also dann würden Sie ja so fragen, so bin ich? Ja? Also nur mal gucken. Ja, und dann kommen Sie, wenn man sowas kommt, dann das ist jetzt schon für Sie tauglich gemacht worden. Das liegt daran, dass Sie 2.0 noch überhaupt nicht wollen.
Und dann machen wir halb vier. Drei haben sie ganz alle ausgelassen. Also es gibt gar keine Theorie mit drei. Also, ich habe die Theorie, also praktisch, wenn Sie eine Vision machen für Ihr Krankenhaus oder sowas, dann ist es nicht gut, eine Vision 2020 zu haben. Da müssen Sie schon arbeiten. Das macht man nicht. Wenn Sie eine Vision für 2050 haben, dann lachen Sie die Angestellten alle aus, oder? Das ist doof. Man muss die maximale Zahl nehmen, wo die Angestellten nicht lachen. Das ist 2030. Und deswegen machen jetzt alle Visionen für 2030. Also das ist noch möglich, aber sie müssen nichts tun. Ja. Das ist was, also praktisch das, was Sie im Jahr 2030 wollen, also das ist meistens das, was jetzt schlecht ist, also wo Sie jetzt dran arbeiten müssten. Tun sie aber nicht. Und das, normalerweise bei Unternehmen wird das auf Tassen geschrieben. Weil das ist 10-Jahres-Jubiläum. Da steht dann drauf Innovation. Also wo sie gerade schlecht sind. Also wenn man jetzt im Zeugnis, wenn man im Zeugnis irgendwie beim Kind eine 5 findet, kriegt es ja Nachhilfestunden. Und beim Betrieb kommt das auf die Jahrestasse. Also, Wachstum. Ja, oder Ergebnisrechnung. Also irgendwas muss kürzer sein. Also so Win. Okay, Schumann hat das schon gewusst. Der hat gesagt, jede Entwicklung läuft drei Phasen. Erst lachen Sie, dann bekämpfen Sie es, dann ist es ganz normal. Und, verstehen Sie, Sie haben früher über die Big Data oder so. Ja, so. Jetzt fangen Sie sich an zu ärgern, weil so die zwanghaften psychologischen Kräfte irgendwie gegen rebellieren. Das ist, dass Sie denken, wenn Sie jetzt böse sind über diese neuen Entwicklungen, dass Sie da noch was abwehren können. Das Böse werden ist aber nur die zweite Stufe. Sie sind jetzt vor der dritten. Also das Lachen haben wir jetzt schon aufgegeben und jetzt geht es durch. Ja? Also ich kenne zum Beispiel als Patienten, ich bin jetzt kein gutes Beispiel, ich habe nur 5 Tage krank geschrieben, mein Leben wegen so einem Ladenunfall. Da ist mir ein Ast aufgefallen, ich habe gewartet, dass es wieder heilt und dann hatte ich einen Staphylococcus aureus. Das war nicht so gut und sonst war ich halt gesund. Ich kann da nicht so viel sagen, aber so, wenn man Patienten hört, so beim Krankenhaus, mein lieber Mann, also Sie organisieren jetzt die Betten und so weiter, aber nicht den Patienten. Also, da wird irgendwie gesagt, der soll erstmal kommen, so 200 Kilometer Anreise und dann kommt er noch zu den Röntgenaufnahmen. Die haben dann Stau in der Röntgenabteilung, die brauchen wohl eine Woche, dass man ganz sicher ist, dass man das auch schon sagen kann, wenn er kommt. Dann kriegt er nochmal 200 Kilometer Anreise für 7 Tage, bis er noch recht da ist und dann nochmal so, dann wird. Irgendwie muss der dann 10 Tage Urlaub machen für irgendeinen Quatsch, den man jetzt einfach auf einer normalen japanischen Fertigungsinsel an einem Tag machen könnte. Ich kenne mich echt aus, also ich kenne mich aus der Uniklinik, ja, also wie das geht. Und wann kann der Patient kommen? Können Sie mal irgendwann einen Termin sagen, der reist aus Kiel an? Dann hat die Ärztin gesagt, ja, dann und dann. Ja, dann muss ich den Patienten mal fragen. Und dann sagt er, ja, wie fragen? Ja, der steht hier. Im Heidelberg. Sie sagt, ja, kann er nicht vielleicht mal gleich kommen? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Ihr Callcenter so genau kennen. Das ist das Desaster. Sie organisieren immer nur sich selber, aber nicht, also, und da wird Ihnen der Hals umgedreht in der nächsten Zeit. Das sind noch so ganz andere Dinge. Ich erkläre immer so ein Weltuntergangsszenario. Das können Sie gut verstehen, weil Sie nicht dran sind. Also ich ganz kurz, ich verbiete den Privatbesitz von Autos. Das ist für Ärzte hart, weil die ja wenig Geld verdienen und dann A8 fahren müssen. Ich verbiete den Privatbesitz von Autos. Das hat einen bestimmten Grund. Ich übergebe die Weltherrschaft an Uber und die sollen das mit Google selbst bei Autos regeln. Das, so macht man das. Und der Grund ist folgendermaßen. Ihr Auto steht jetzt rum. Das steht irgendwo da rum und kostet Geld. Meins auch. Steht irgendwo am Flughafen und kostet ganz wahnsinnig viel Geld. Und wenn Sie einfach ausrechnen, wie viel Zeit Sie am Tag fahren, dann kommt raus, also wenn Sie an Bettenbelegung denken, also wie sehr ist Ihr Auto ausgelastet?
5%. 5. Sie werden den ganzen Tag denken, Sie darüber nach, dass alles 99 bis 110% ausgelastet ist. Alles, überhaupt alles. Alle OP-Räume, alle Betten und so weiter. Und Ihr Autostecker draußen rum kostet wahnsinnig viel Geld und hat 5. Das hört jetzt auf. Also, wir nehmen jetzt Uber. Für jeden Schiss rufen wir einfach so ein Selbstfahrtaxi. Jeder Mensch kriegt 24.000 Kilometer von der Sozialhilfe, einfach so, dass die Bürgersteuer als Verkehrsinfrastruktur. Na komm, bring mich zum Flughafen, bring mich zum Hotel wieder zurück. 24.000 Kilometer hat jeder und das war's. Dann steigt doch die Auslastung der Autos, kann man normal hochrechnen, 35-40%, viel mehr nicht, weil die ja morgens zur Arbeit fahren müssen und so. Also sagen wir 35%. Dann ist es 7-mal höher und das heißt, man braucht nur ein Siebtel der Autos von heute, das sind 14%. Das heißt, man kann die ganze deutsche Automobilindustrie einfach so beerdigen, es ist. Das hat gar nichts mit Diesel zu tun. Ja? Also das 14%. Können Sie sich das vorstellen? Das sage ich jetzt seit vielen Jahren, jetzt so langsam fällt das dem Müller von VW auch ein, weil er jetzt etwas machen muss. Der Technikchef von Daimler hat vor 14 Tagen gesagt, in den nächsten 50 Jahren schätzt er, also warum muss man das sagen? Also dann wird er wieder zitiert, in den nächsten 50 Jahren wird ein Teil einfach ein Lenkrad haben, für Luther. Ja, verstehen Sie, was das bedeutet, wenn ich das einfach selbst fahren mache, dass die ganzen Kosten wegfallen, dass Deutschland die Hälfte der Arbeitsplätze verliert, dass es gar keine Taxifahrer, überhaupt keine Chauffeure und gar nichts mehr gibt? Können Sie, ich kann locker vorrechnen, dass das jetzt ein Drittel der Jobs kostet. Das nächste, was dabei rauskommt, das wird in der Medizin auch so kommen. Wenn ich selbst fahrende Autos mache, da ist kein Trottel von Mensch dazwischen. Kein Promovierter irgendwie. Da ist kein Besoffener drin, es gibt keine Unfalltoten mehr, es ist alles in Ordnung und deswegen muss man die auch nicht mit 16 Airbags bauen, die kann man im Prinzip aus Pappe bauen. Es ist alles in Ordnung und sie fahren viel, viel schneller, denn sie fahren einfach mit 90 Stundenkilometer Autobahn, es gibt keinen Stau mehr, es ist alles in Ordnung, sie sind ja nicht doof, wie wir. Die LKWs fahren einfach doppelt so schnell, weil die nicht 8 Stunden Pause machen müssen, die schlafen. Und irgendwie auf Frauen warten. Ich kann Ihnen ganz normal vorrechnen, dass alle Logistik die Hälfte kostet. Einfach ganz normal die Hälfte. Alles, können Sie sich das vorstellen? Und Sie sind gerade in Krankenhäusern dabei, 1% Kosten zu sparen. Dann hüpfen Sie vor Freude, wenn Sie das hingekriegt haben. Und ich sage Ihnen, es geht für die Hälfte. Und dann sagen die Leute so, die BMW-Fahrer, nee. Ja, und fangen an zu maulen. Das regelt mir mit Software, also wenn Sie unbedingt so ein schnittiges Auto haben, dann machen wir das so, dass Sie einfach das 10-fache zahlen und dann bleibt der Verkehr stehen, wenn Sie kommen. Das ist einfach ein Software-Problem. Ja, und das stimmt ganz nicht. Was ich sagen will, ist, die Autos kosten, also wir brauchen dann nur noch ein Siebtel der Autos und der Herstellungskosten der Autos geht auf ein Drittel nochmal runter, weil die gar nicht so kompliziert sein müssen. Und jetzt sitzen alle da und forschen irgendwas Falsches. Die sitzen an Batterien und alles Mögliche und lachen über Google. Und Sie werden das sehen. Verstehen Sie? Das ist jetzt keine Prognose, das ist jetzt nicht irgendwie so eine blöde Vorhersage, sondern ich sage Ihnen ja, dass es die Hälfte kostet. Und dann sagen Sie, will ich aber nicht. Kommen Sie aber nicht raus. Die wissen ganz genau im Krankenhaus, wenn Sie irgendein Krankenhaus auf der Hälfte der Kosten laufen können, dann fallen doch alle um. Ideologisch. Und das kommt so. Fertig. Ich habe bei IBM gearbeitet, dasselbe Argument nochmal ganz kurz. Also Ihr Computer arbeitet so ungefähr 2% Auslastung. Also Sie haben ein Octocore-Handy, wenn Sie so ein gutes haben. 8 Prozessoren drin. Da gehen 7 Prozessoren jungfräulich in den Müll, wenn das nächste Jahr. Die machen das nicht. Ist doch klar, dass das alles in die Cloud geht, oder? Dann ist der Computer nicht 1% ausgelastet, sondern so irgendwie 50%. Und dann, Sie sagen jetzt gleich, das ist nicht sicher. Sie kommen nicht drum rum.
Sehen Sie, ich war ja bei IBM, habe denen das erklärt, dass sie demnächst die Computer nicht mehr bauen müssen, weil es gar keine mehr braucht. Das sagen sie, ja, aber die machen dann eher Last. Es geht schon. Und sie sagen, nein, das geht nicht, guckt geradeaus. Nein, 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 nein. So. Und dann sagen sie, Cloud ist nicht so, dass sie sollen lieber eine eigene Cloud bauen im Krankenhaus. Und so. Eine eigene Cloud ist 10-mal teurer als eine bei Amazon. Und dann kippen sie wieder aus Kostengründen um. Verstehen Sie, sie kommen. Ja, genau. Das ist sicher, dass sie umkippen. Sie sagen, die BWLer sind zwanghaft, also die wollen nichts ändern, die wollen alles sparen und so, aber wenn es billiger ist, kippen sie doch um. Also irgendwie schon. So. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, Medizin. Das trage ich seit 10 Jahren rum, das kommt jetzt bestimmt. Also, ja, Sie sehen ja, Google kann jetzt über die Linsen, Kontaktlinsen demnächst die Zuckerwerte messen online. Also, das kriegt man irgendwie hin. Also, demnächst kriegt man einen Chip eingepflanzt und dann weiß man überhaupt alles über den Menschen. Ja, alles. Das ist jetzt ein Beispiel. Also, nur die Zuckerwerte sind jetzt bekannt, die werden über die iWatch, die Pumpe, diese Windpumpe, die hat man zusätzlich zu einer iWatch und die iWatch, die funkt das in die Cloud. Da sind alle Daten von allen 100 Millionen Diabeteskranken. Und dann sucht der Computer einfach die raus, die dieselbe Variante haben. Das ist einfacher. Wenn ich 100 Millionen habe, dann kriege ich bestimmt 10.000 von der genau gleichen Sorte. Und dann mache ich eine Trivialstatistik, also nicht so etwas Künstliches, sondern einfach Statistik für Anfänger 1. Eine normale Regression und dann sagt das, die Cloud aus dem Warehouse, aus China, wo immer das ist, sagt dann der iWatch, stell ihn so und so ein, die iWatch sagt, der Pumpe macht hoch oder runter, fertig, das war's. Und da ist kein Arzt drin, versteht ihr das? Da fuscht niemand drin rum. Das habe ich jetzt mit Absicht gesagt. Ich war bei einer ganz großen Firma, also eine von den 5 großen, die da diese Stäbchen und so herstellen. Die haben Angst, dass sie jetzt irgendwie, das geht ohne Stäbchen. Das wird sehr schwierig. Ich habe gerade erklärt, dass man bei den Autos die auch aus Pappe bauen kann, weil die jetzt nicht mehr selbst Unfälle machen. Wenn Sie das so mit einer Cloud machen und das ist sauber statistisch austariert, alles online, dann brauche ich vielleicht überhaupt gar kein teures Insulin von so einer Superfirma, sondern irgendwie normales Zeug, was 30 ja so Zehntel kostet, wenn Sie sich das vorstellen. Wenn hier Pharmavertreter sind, dann kriegen die so gleich, das ist nicht sicher, es ist besser, das teure Insulin zu nehmen und so weiter. Und dann sagen sie, ja, willst du unsere Existenz wegreden? Ich sage, ja, ist over. Diese ganzen Novartis und Roche und Novo, braucht man nicht. Ganz trivial Insulin mit dem Ding. Wir haben einen Kongress gehabt, da haben wir dann Krankenhausdirektoren, da war einer von Ihnen dabei, da haben wir gefragt, schwöre, Professor, dass das ein Arzt besser kann. Da hat er gesagt, manche können das vielleicht. Dann haben wir Patienten gehabt. Willst du alle 3 Monate auf jeden Krankenschein einmal in 10 Minuten dahin und sagen lassen, dass du da aufgeschrieben hast und ein bisschen gelogen, wenn du es vergessen hast? Doktor, ja, sieht ganz gut aus. Oder ist es besser, du hast das wirklich jetzt mit so als Statistik einfach im Internet? Und dann hat er gesagt, ja, mein Arzt möchte ja nichts zu tun haben. Haben die Patienten gesagt, ich kann das lange weiter ausdrücken. Stellen Sie, da gehen jetzt ganze Industriezweige einfach in Asche. Wir können alle noch sagen, das ist nicht so sicher, aber die Patienten werden sich, die von der Techniker kommen, also war dann Direktor dabei, da hat er gesagt, bitte zeig nicht so, was ist denn los? Der sagt, wie rechnen wir das denn ab? Der sagt, ja, da kriegt man 9,99 Euro wie Amazon Musik oder so. Ja, das geht. Jetzt bis heute Abend, 24. wollen wir ja nicht, da geht lauter das Sterben der Ideen sozusagen. Alles geht jetzt im Bach runter. Warum freuen Sie sich nicht? Sind 24.000 Leute sterben an Diabetes, wegen direkten Diabetesfolgen nur in Deutschland. Also das sind 10-mal mehr als Verkehrstote. Wenn diese Lösung jetzt 2.000 Leute irgendwie einspart,
dann kommen sie und sagen, die Daten sind vielleicht nicht sicher. Oder die Leute, die da sterben, wollen das vielleicht nicht, dass die Daten irgendwie an die Cloud gehen. Oder so. Die spielen lieber tot. Ja, und sie können das nicht einfach alles verhindern und irgendwelche machen. Und diese Revolutionen, die kommen jetzt, da kommen sie einfach nicht dran vorbei. Und da gibt es mehr und mehr davon. Und es wäre besser, dass sie sich nicht mit diesen Bettenbelegungen und so weiter mal rummachen und dass sie die Frühchen holen, wenn sie gerade 1495 Gramm haben, weil das dann mehr Geld gibt. Man kann doch was Echtes machen für die Menschen. Dann müssen sie aber sich umorganisieren und was anderes machen und nicht immer gleich sagen, das ist nicht sicher. Also Medizin kommt dann einfach mit einer Drohne. Warum kann man nicht einfach so eine Cloud haben, wenn man ein Rezept ausschreibt und mit einer blöden Unterschrift, die keiner lesen kann? Warum ist das Rezept nicht in der Cloud und dann kommt eine Drohne zu Hause und legt das ab, wenn es von zu Hause ist, ist da. Dann sagen sie, der Patient will das Medikament jetzt haben. Das ist doch Quatsch. Wenn man normal kassenversichert ist, kriegt man einen Termin nach 8 Wochen. Und dann wird einem was verschrieben. Und dann kann man das auch am Morgen noch nehmen, wenn es von Amazon gebracht worden ist, oder? Das ist nicht verhältnismäßig. Ja? Sie kommen auch langsam in Probleme mit der Wissensgesellschaft. Wenn einer nach 8 Wochen einen Facharzttermin hat, dann ist er frisch gesurft. Wenn ich jetzt irgendein Leiden habe, kann ich 8 Wochen surfen, was ich wohl habe. Ich habe ja nur eine Krankheit, Sie müssen Tausende wissen. Ich habe nur eine. Und wenn ich 8 Wochen surfe für den Facharzt, dann bin ich völlig überqualifiziert. Dann sagt er, das müssen wir aber noch so Laboruntersuchungen machen. Ja gut, und dann muss ich nochmal 3 Tage Urlaub machen und dann nach 4 Wochen sagt er, ja, es ist das, was ich schon gedacht habe. Also, verstehen? Das muss nicht stimmen. Natürlich ist der Arzt immer noch besser und das ist viel sicherer, wenn ich zum Arzt gehe. Nur ihre Berufsgruppe kommt einfach so in den Beruf, einfach gar nicht genannt zu sein, weil man sich ja vorher vorbereitet. Das geht nun doch bestimmt bei Hausorganisationen, wenn die Hypothekenzinsen haben. Da sind sie früher irgendwie zu so einem Guru gegangen, zur Bank. Heute wissen sie alle Zinsen, die stehen ja im Internet. Und sie wissen die von allen Banken, wenn sie zu ihrer Sparkasse gehen. Und sie sind ganz sicher als Arzt, wenn sie zur Sparkasse gehen, dass sie überqualifiziert für Hypothekenzinsen sind. Das wissen sie ganz genau. Und sie halten die für dumm. Und insofern wird der Arzt jetzt, der frisch gesurfte Patient, wird sie auch langsam für dumm halten. Das ist bei Rechtsanwälten auch so und so weiter. Sie sagen, sie machen genau das, was im Internet steht. Da ist auch ein PDF schon gewesen zum Ausdrucken. Das hätte ich auch so machen können. Und so weiter. Und ich bitte einfach jetzt mal furchtlos in die neue Zeit zu gehen. Da ändert sich jetzt ganz, 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 ganz viel. Ja? Es gibt sowas wie Blockchain-Technologie, das sind Bitcoins hin und her schicken. Wahrscheinlich sind die meisten halt das für Witze mit dieser neuen Währung. Es geht nicht um die Bitcoin, um die Währung, sondern es geht um die Technologie, diese Bitcoins hin und her zu schicken in einer sicheren Weise. Und dann können Sie demnächst auch alle Patientendaten und Gesundheitsdaten so bis zum Abwinken hin und her schicken. Das ist alles sicher und gut. Könnt ihr einfach alles schon mal ausprobieren, gibt es ja. Und Sie kommen auch gar nicht dabei weg. Die Ärzteschaft, ich weiß nicht, wer das hier macht, also bei der Medica wird das bestimmt dann betrieben, dass man sagt, wir haben Angst vor den gläsernen Patienten. Das stimmt nicht. Ich kenne gar keine richtigen Patienten, die Angst haben. Die wollen nicht so gerne sterben. Sie haben Angst vor dem gläsernen Arzt. Sie reden mir den gläsernen Patienten ein. So, und das sind so Dinge, die der gläserne Arzt hat irgendwie nicht besprochen auf diesem Medikament. Ja, also, ich habe mit so Geräteherstellern gemacht, so wenn du so am Tropf hängst, in einer Intensivstation. Und da blockt was, da klumpt was und dann ist er tot. Und dann geht der Arzt hin und sagt, das ist aber überraschend, der ist jetzt tot. Und dann sagen die Verwandten, ja gut, dann beerdigen wir ihn. Das wird demnächst nicht so sein. Man wird in den Log-File von dem Tropf gucken. Da ist ein Computer dran im Internet der Dinge. Und dann kriegen sie eine Milliardenklage an den Hals. Und dann sagen sie, ja, das ist nicht so, lieber machen, mauscheln wir so weiter wie bisher. Das wird nicht sein. Verstehen Sie, da werden nicht nur die Bettenbelegung geprüft, sondern jede Geräte und so weiter. Das gibt für alles im Internet der Dinge dann Log-Files, wo das alles protokolliert ist und so weiter. Und dann muss man irgendwie anders arbeiten. Und dann muss man sich
irgendwie müssen die Patienten auch wissen, dass sie ab und zu sterben können. ja gut, ich will da nicht durchgehen, weil um 8 sollte ja irgendwie aufhören. Ja, diese ganzen Monitoring-Dinger, das kommt dann alles. Ja? Ich habe gerade so eine Firma die in Berlin, die machen was völlig Triviales. Ein Voice, also wenn man einen Call-Record hat im Callcenter, wird das in Text übersetzt und in irgendwie in Google suchbare Files übersetzt. Das könnte man einfach so machen. Also wenn jemand was Krankes hat, dann ruft er irgendwie ein Callcenter an, da kommt ein Computer, der sagt, du darfst jetzt 5 Minuten sagen, was du hast. Und dann sagt man 5 Minuten, was er hat. Und dann untersucht ein Computer, wer was er wohl hat und schickt es irgendwie versuchsweise zu einem Arzt in Deutschland, der Ahnung davon hat. Und dann findet er eben relativ schnell, ohne weitere Umwege, und dann ruft dieser Mensch, guckt sich dann den Teil nochmal an, sagt, jawohl, ich habe Ahnung, und ruft zurück. Können Sie sich vorstellen, wie viel BWL das gibt? Also wenn man das irgendwie ein bisschen effizienter alles macht, bis man bei dem richtigen Arzt ist, dauert das normalerweise ganz schön viel Zeit. Also für den Patienten und für die ganzen Organisationen. Und mit relativ einfacher IT kann man nur eine Menge machen. Die Apotheken kann man ganz abschaffen, das habe ich gerade gesagt. Also das Rezept wird einfach in die Cloud gegeben und das Ding wird geliefert, fertig, automatisch. Da ist gar keine Apotheke dazwischen. Dann sagen sie, ja, das ist so ernst, will ich das nicht haben. Dann haben wir vorgeschlagen von IBM, wir machen eine Apotheke wie so einen handelsüblichen Container auf dem LKW. Das ist so eine Kiste, die wird irgendwo in die Kiste gestellt und da vorne ist so ein Bankterminal mit so einem Monitor. Und in dem Monitor, da ist ein Apotheker aus Indien. Ganz Deutsch. Und dann sagt man in den Monitor rein, hallo, guck mal, ich habe das Rezept. Und sagt er, ja, das ist okay, die Unterschrift kann ich auch lesen. Und dann schwupp kommt das aus dem Container, ist ein Automat, und der bringt dann das Aspirin, spuckt das dann aus. Und dann sagen die Apotheker, das kannst du nicht machen. Ich bin promoviert. Und dann sage ich, pass auf, der ist auch promoviert. Sie müssen sich langsam daran gewöhnen und sich irgendwie darauf freuen. Bei der Autoindustrie verstehen die das. Also wenn jetzt einer so immer noch sagt, da ist Lenkräder da dran und sagt, komm, du willst von gestern, lass es sein. So. Die machen ja auch Erkenntnisgewinne. Der Wissmann, zum Beispiel von der Lobby-Automobilindustrie, der Wissmann hat im Juni 2014, wenn Sie googeln, hat er gesagt, da muss einer schon verdammt gut sein, wenn er 100 Jahre Autoerfahrung hat. Jetzt hat er nach 21 Monaten später, März, jetzt dieses Jahr, hat er gesagt, ja, sie verstehen das nicht, Google und Apple, aber. Sie unterschätzen, sagt er zur Presse, die Selbsterhaltungsfähigkeiten der deutschen Industrie. Ja. Also in 21 Minuten von Hochmut zu irgendwie, jetzt brennt es an. Und da kommen sie auch an. Man muss Spaß machen, wenn sie sagen, sie gehen jetzt zur Entscheiderfabrik und gehen los. Sie haben Sie gemerkt, dass der Tim Hütkes von der Telekom ist da in Silicon Valley gewesen, kommt zurück und hat gesagt, mich hat der Schlag getroffen, wir müssen ja Innovation machen. Dann hat der Dr. Zetsche von Daimler war da und hat gesagt, oh, wir müssen ja Innovation machen. Und dann sehen Sie, natürlich zeigt Ihnen Google nur die Eingangsfalle. In der Eingangsfalle steht so ein Fußballspiel und ein Billardtisch und eine Hängematte und dann machen Sie das auch. Wenn Sie Krankenhausdirektor sind, raus, 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 gucken sich das alles an. Und das Einzige, was Sie wirklich machen müssen, alle Krankenhausdaten zusammenschmeißen. Es kann doch nicht sein, dass in der Forschung, ich kenne ein paar Doktoren, also in meiner Bekanntenschaft, denn welche, die haben so irgendwie, sollen so einen Klumpfuß untersuchen. Und dann fragen sie, wer hat denn einen Klumpfuß? Und dann sagt das Krankenhaus, wir haben 10 Fälle in 20 Jahren und 3 sind gestorben. Und dann untersucht man die und macht eine Statistik so mit 5 Leuten, ja, mit Methoden, die auf 1000 gerechnet sind. Und dann kommt eine Doktorarbeit raus und dann sagt eine Studie, diese Operationsmethode ist besser. Das sind alles Mist, ist das Wissenschaft. Ich bin jetzt echt, da bin ich böse. Also das sind diese Studien, die jeden Tag in der Bildzeitung stehen. Zucker ist schlimm und dann wieder nicht und Salz ist schlimm und wieder nicht und Schinken erzeugt Krebs und dann wieder doch nicht und weiter. Gucken Sie mal, wenn man Klumpfüße hätte und alle Krankenhausdaten in Deutschland hätte, so wie in Amerika, und hat einfach dann 1000
und dann kann man echte Forschung machen. Die verhindern gerade die Forschung, weil sie ihre Daten einfach geheim halten. Ihr könnt, das ist im Grunde, wenn Sie das scharf sehen, ich werde mal so angriffslustig, Sie töten Leute, weil sie die Daten nicht rausgeben. Da kommen nur Mist-Doktorarbeiten raus, die nicht keine Ahnung haben. Die werden dann noch nur Oberarzt oder so. Das geht so nicht. Und das ist mit den neuen Methoden alles dran. Ich habe eine Folie gemacht, die ist von 19. Die habe ich neu übersetzt und ist auf so einem ganz alten Programm, was man nicht mehr lesen kann. Ich war bei der AOK in Hamburg und habe gesagt, was kann man jetzt machen mit der Medizin? Da habe ich gesagt, guck mal, ich habe mal ein Brainstorming gemacht, eine halbe Stunde aufgeschrieben, was ein normaler Mensch hat. Also ein normaler Mensch hat so ungefähr anderthalb Probleme von diesem Jahr. Jeder. Und dann kann man doch sagen, wir bieten für jedes Ding da einfach das gesamte Organisation, die Gesundheitsindustrie bietet für jedes dieses Ding ein Newsletter an, dass man alle 14 Tage zwei Seiten dafür kriegt. Und dann klickt man an, welchen Newsletter man hat, und dann wissen sie doch alles über die Leute. Das ist der Fußpilz hat den Schuppen. Fertig, der kriegt diese beiden Newsletter. Wir sagen einfach drei Newsletter for free. Ich habe das 1996 am Anfang des Internets gesagt, die spinnt. Ich sage, da kann man aus der AOK eine echte Profitcenter machen. Das braucht man gar keine Kranken mehr, wenn sie sich gebilden, weil nur wer Schuppen oder so und alles darüber wissen, also nicht frisch, auch echt gut gesurft sind, dann kommt die gar nicht mehr ins Krankenhaus. Dann sagen sie wahrscheinlich, das wollen wir gar nicht so gern. Das geht so nicht. Also man muss also an der Fraktion auch mal was ausüben. Was ist das Problem? Für ganz Deutschland 100 Newsletter zu schreiben? Keine Ahnung, warum das hilft. Will keiner, ich trage das mal so rum. Dann sagen sie, ja, werden die rechnen, wie das auch. Alles klar. Dann kommt die Ärzte sagen meistens, der Mensch, das muss ich jetzt noch sagen, der Mensch ist so wichtig, der Arzt. Derselbe Arzt sagt dann aber, wenn man ihn Nachmittag trifft, er kriegt irgendwie nur 12 Euro, wenn er 10 Minuten mit mir redet. Und meine Zahnarztpraxis muss 450 Euro Umsatz in einer Stunde machen. Wenn ich mit einer halben Stunde verquake, dann bin ich bankrott. Das heißt, faktisch, also sagen Sie, der Mensch. Aber Sie haben keine Zeit. Das heißt, die Ethik ist noch so irgendwie ein Relikt vom Gehirn, aber sonst in der Realität nicht mehr da. Und Sie haben aber auf der anderen Seite auch immer gesagt, die Banken sagen, das ist der Mensch. Sie kriegen die Hypothek nur so maßgeschneidert, bla bla bla. Normal müssen Sie beim Vollzeitag rufen, wie viel wollen Sie, wie viel Deckung, was ist Ihre Tilgung, und dann kommt dann so, jetzt kriegen Sie ein persönliches Angebot. Das schreibt der Computer in derselben Sekunde, dann müssen noch einer macht so ein Bild drauf und eine Visitenkarte und schickt das. Und die alle sagen, dass der Mensch, die Lehrer sagen, dass es ist ganz wichtig, dass der Mensch hier das beibringt. Sie wissen ganz genau, dass ein Drittel der Lehrer bis ans Dienstvergehen schlecht war. Die Professoren haben einen höheren Prozentsatz, in Mathe noch höher. Sie haben doch vielleicht, wenn Sie Ärzte sind, haben Sie doch so einen Schein, so Statistik für Mediziner gemacht, oder wo Sie einen Tränen kriegen und sich von einem autistischen Menschen das beigebracht wird. Das kann man doch alles ändern. Und dann sagen Sie immer, der Mensch. Ich habe meinen Sohn hat nochmal Mathe studiert, der hat mir gesagt, wo soll ich mal zu dem hingehen? Ich bin ja Mathe-Prof. Ich dachte, weißt du, das Problem ist, manche Dinge erklärt er so schlecht, also die sind uns aber klar, das erklärt er ganz lang. Und manchmal, wenn es ganz schwer ist, sagt er, das ist leicht. Jetzt sagt, was willst du sagen, Johannes? Sagt er, weißt du, es hat, glaube ich, keinen Sinn, mit ihm zu reden. Dann immer der Mensch und der Arzt muss bleiben und so weiter. Sie kriegen jetzt so wie die selbstfahrenden Autos einfach ein anderes Berufsbild. Das ist irgendwie ganz anders. Und da muss man jetzt irgendwie drüber nachdenken. Und besser wäre, sie hätten gesagt, auch wo das schon so ist, wo es vielleicht sogar warmes Essen gibt. Ja, und ich habe das nochmal so aufgeschrieben, es geht um Ambivalenzfähigkeit. Also es gibt so Medizin 1, da hängen sie dran und das andere und dann muss man irgendwie machen. Natürlich muss man es irgendwie ausprobieren. Natürlich kann man, ich war beim Hauptstadtkongress irgendwie mal und habe gesagt, also der Gröhe versucht das immer mit Gesetzen zu regeln. Geht nicht, das machen Sie, müssen irgendwo ausprobieren auch.
Ja, ich habe gesagt, mit den Autos, das ist ganz einfach. Die versuchen ja jetzt irgendwie so, das mit Gesetzen zu ändern, mit den selbstfahrenden Autos. Kann man nicht einfach Bad Füssing so einen Zaun drum machen? Ja, dann werden die Alten von der Therme zu dem Hotel zum Kurschatten überall hinzufahren. Und dann sagt man, 10 Jahre lang bleiben alle Autos draußen und alles innen drin macht Siemens mit kleinen S-Bahnen und Daimler mit Autos. Und dann steigen da die Grundstückspreise, sie werden in Krankenhäuser da investieren und alles ist schön. Und dann sagen alle anderen Gebiete, das will ich auch. Ich bin ganz stolz, in der letzten Woche hat sich, ich will das lieber nicht sagen, aber es hat sich so eine Stadt gemeldet, die haben gesagt, wir sind so strukturschwach, das wäre toll. Selbstfahrende Auto. Die haben gesagt, wollt ihr einen Zaun drumherum haben? Ja. Das kriege ich hier nicht, wenn sie so lange anspitzen, bis irgendwie so eine verlorene Partei sagt, wir gehen gegen die AfD, wenn das dann sieht oder irgendwie kriegt man das hin. Und man muss das irgendwie die neue Zeit auch mal so kriegen. Letztes Beispiel, wissen Sie noch, als meine Mama die Waschmaschine gekauft hat? 1955 oder so, Konstrukta? Sie hat die Wäsche reingemacht. 30 Grad und waren alle Flecken noch drin. Dann hat sie das nochmal mit 95 Grad. Ist die Wäsche zerfallen. Dann hat sie bei weiß ich, AG oder was angerufen, hat gesagt, das funktioniert so nicht. Und da hat der Mensch im Callcenter gesagt, sie müssen hinten in das Etikett gucken. Da steht drin, wie heiß es sie war, wie sie es waschen müssen. Da hat meine Mutter gesagt, wir haben keine Wäsche mit Etiketten drin. Dann hat er gesagt, ja, dann geht's nicht. Irgendwann hat sie gesagt, dann will ich keine Waschmaschine. Wir hatten aber Schneider. Dann sagt so eine normale Frau nach 3 Jahren, lass uns doch vielleicht Männer dann alle Wäsche neu kaufen. Ja? Und dann haben wir einen Trockner gekauft. Das ist immer zu lang oder zu kurz gewesen, je nachdem, wie falsch es schon war. Sozusagen Tendenz erhaltend. Und dann hat sie wieder bei Bosch angerufen, das geht nicht. Ich glaube, da muss es nicht mitgehen. Und sie haben auch beim Geschirrspüler die ganzen Teller wieder weggeschmissen, weil die zerkratzt waren und die ganzen Erbschaften sind milchig geworden, die Geschirrspüler. Sie müssen alles neu kaufen. Sie können nicht einfach zwanghaft sagen, wenn da diese neuen Maschinen in den OP kommen, ja, sollen wir das dann alle wegschmeißen? Aber hallo, ja. Ja? Das ist der Lauf der Zeit. Und Sie haben das vergessen, dass das irgendwie hinterher doch wieder besser ist, aber die ganze Peripherie und die ganze Drumherum, das muss auch neu gemacht werden. Und es wäre besser, wenn Sie das vorher ausgewählt hätten. Sie gehen zur Entscheiderfabrik, die sagen Ihnen gleich, gucken Sie in die Etiketten. Also das wäre irgendwie schicker. Ja, also wie gesagt, das geht so mit Idee und Antrieb und so weiter. Es wäre besser, man zäunt mal so ein Gebiet ein und macht nur personalisierte Medizin. Das würden Sie jetzt auch sagen, das ist nicht sicher. Also Medikamente, die für 30% der Menschen funktionieren und für die anderen auch eben nicht. Dann sagt der Gröhe, das muss schon für alle gehen. Dann sagt er, wenn es aber nicht so ist. Wir gucken dann die Gene vorher an und sagen, nein, das ist gegen die Datensicherheit, das wollen wir auch nicht. Dann lassen wir sie lieber sterben und so weiter. Und dann muss man irgendwie ein bisschen probieren und der Gröhe macht das immer so. Ich habe da beim Hauptschaffenden den Witz halt nicht verstanden, der saß da vorne. Ich habe gesagt, Herr Minister, Sie lösen alles auf unterster Ebene. Okay, also wenn Sie wissen wollen, Sie können das auch durch unendlich viele Meetings machen, dann kommt Schwarmdomeid raus. Also, in der Politik können Sie das sehen. Also in der Politik, wenn man was eine neue Idee hat, dann macht man keine Probe bei der Entscheidervertretung, sondern sie diskutieren. Und es ist ganz wichtig, dass die Zwanghaften immer dabei sind, dass sie aufpassen. Das heißt, die Leute, die sowieso dagegen sind, aus beliebigen Gründen, sind immer am ersten Ausschusssitzung dabei. Deswegen können Sie sich gleich überlegen, dass aus Politik aus Prinzip nichts rauskommen kann, weil ja die von den Linken und AfD sowieso dagegen sind. Auch wenn sie dafür wären, aber wenn das ein Falscher sagt, sind sie sowieso dagegen.
Und wenn man jetzt eine Innovation macht, macht man dann in den Ausschüssen bei den ganzen Gesundheit, Medika und den ganzen Organisationen, die Sie da haben, die sind alle ganz toll, aber da sind die Gegner immer mit dabei. Können Sie nicht einfach mal sagen, dass Sie erstmal die Lustorientierten das machen lassen, also die so Vorfreude empfinden können und mal Lust haben? Und dann können Sie ja hinterher das immer noch wieder machen. Aber deswegen sage ich, wenn man es an Tschüssing zum Beispiel einzahlt und die Grundstückspreise steigen, dann kann gar nichts mehr gemacht werden. Ja? Und ich werde einfach mal so eine Klinik extra territorial erklären und dann einfach mal gucken. Und dann sagen die Leute, ja, wir müssen ja nicht nur so ein bisschen üben in der IT, sondern auch echt mit der Medizin, dann würde das auch. Also haben Sie keine Ahnung. Wenn ich in 10 Jahren nochmal wiederkomme, dann lachen Sie über all das, was Sie jetzt denken.